Hi, and welcome to HumorX TV. My name is Mark Götzmann. I'm product manager at HumorX in Arnsberg. And today we're going to have a look at our new Red Dot Sight RDS 8. Okay, here in my hands, you see how compact the RDS 8 is. In fact, it has a weight of only 19 grams without the Picatinny mount, which is included as well. We'll have a look at that soon. And it has a two-stage switch, so it's of course off, and it has the two different brightness levels for the Red Dot, which has a size of 4 MOA. Additionally, you have the backup iron sight here. You have the rear sight in case the battery dies while you're just in the shooting process, and you have the adjustment screws for windage and elevation right here at these points. The battery compartment is on the bottom. It has a CR1632, and just to give you the overall look, what you get is the RDS 8, including the Picatinny mount. You see it right here mounted, so you can attach this RDS 8 to any pistol or any other gun which has a standard Picatinny rail. And it works with a SEMA footprint on our Walter Q5 match or on the Walter PPQ M2 Q4 combo. So this was the RDS 8 Red Dot Sight, ultra compact and lightweight. Thanks for watching and see you next time. Hallo, willkommen bei HumorX TV. Mein Name ist Marc Götzmann, ich bin Produktmanager bei HumorX in Arnsberg und heute schauen wir uns unser neues RDS 8 Red Dot Sight an. Wie ihr seht, ist das RDS 8 überaus kompakt. Es wiegt gerade einmal 19 Gramm ohne die zusätzliche Picatinny-Montage, die im Lieferumfang enthalten ist. Es hat einen zweistufigen Schalter, das heißt also 0 und dann 2 Helligkeitsstufen für den Rotpunkt, der eine Größe von 4 MOA hat. Ich habe hinten nochmal eine kleine Behelfskimme, das heißt also hier einmal eben für den Fall, dass die Batterie ausfallen sollte. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite, es wird betrieben mit einer CR1632 und die Höhenverstellung und Seitenverstellung habe ich einmal an gewohnter Stelle hier und hier. Wie gesagt, geliefert wird das Ganze mit der Picatinny-Montage, das heißt also hier habe ich dann die Universalmontage, die ich auf jede Waffe montieren kann, die eine Picatinny-Schiene hat. Wenn ich das Rotpunkt einzeln nutzen möchte für Optics-Ready-Systeme, dann habe ich hier den Seymour Footprint, mit dem ich dann zum Beispiel auch dieses RDS 8 auf unsere Walter Q5 Match und die Walter PPQ M2 Q4 Combo verwenden kann, montieren kann. Ja, wir haben hier wirklich ein richtiges Leichtgewicht. Das heißt also, der Effekt auf den Schlittenrücklauf ist absolut zu vernachlässigen. Bei gerade mal 19 Gramm Gewicht, wie gesagt, ohne die Montage, ist es wirklich eines der kompaktesten Rotpunktvisiere und auch das kleinste bei uns im Programm. Wir werden noch einige Waffen mehr vorstellen, die hierfür dann verwendet werden können, respektive für die das RDS 8 verwendet werden können. Im aktuellen Sortiment ist es, wie gesagt, die Q5 Match und die Q4 und alle anderen Pistolen, die über eine Picatinny-Schiene verfügen. Das war das RDS 8, unser ultrakompaktes und sehr leichtgewichtiges Rotpunkt-Zielgerät. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.